So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Weekly 7 mit Xolos. Ist ja letztes Mal ausgefallen, ich habe ja kurz erklärt, wieso, und das Video hatte irgendwie mehr Klicks als meine Weekly 7 Videos. Wahrscheinlich sollte ich jede Woche so ein Video machen, wo ich Weekly 7 absage. Aber naja, dafür ist es jetzt ein bisschen voller. Ich werde die letzte Woche nicht nachholen. Das würde den Rahmen sprengen, weil wir haben jetzt auch circa 10 vor 11 morgens, ich muss gleich zur Arbeit und mir ist gerade erst eingefallen, dass Freitag ist, dass ich diese, dass ich wirklich Senf noch aufnehmen muss. Dank dir Schmuser, ich hätte es sonst vergessen. Und ja, ich habe ein bisschen mehr, an einem Tag ein bisschen weniger, aber es sind insgesamt 3 kleine DIN-A-Seiten und mal schauen, was da so kommt. Wir starten mit dem Montag. So, und Montag. Ganz witzig habe ich gelesen, tödlicher Sexunfall in Innsbruck. Und zwar hatte da ein Pärchen, wollte eine nette Nacht in einem Park machen und haben sich schöne Hängematte aufgespannt. Ein Ende am Baum, das andere Ende an einer hohen Statue. Haben sich in die Hängematte reingelegt, wollten wahrscheinlich gerade so richtig loslegen. Die Statue kippt um. Und er schlägt die Frau, die hat es leider nicht überlebt. Das ist natürlich tragisch, aber jetzt kann man auf ihrem Grabstein ja schreiben, sie ist gegangen, als sie kam. Ist jetzt ein bisschen makaber, aber auch so muss man das mal sehen. So, weil es Montag nicht ganz so viel gab, kommt jetzt der Dienstag und da habe ich doch ein bisschen mehr. Und zwar erklärt mir die Bild-Zeitung am Dienstag, wie die Frauennationalmannschaft, die 10-0 gewonnen haben, so tickt. Naja, ich möchte es jetzt nicht erklären. So, dann habe ich gelesen, dass der Hells Angels Boss, ich habe mir leider vergessen, den Namen aufzuschreiben, aber die einigen wissen das vielleicht, jetzt 40.000 Euro Schadensersatz bekommt, weil es 2012 eine Razzia in seinem Haus gegeben hat, wo die Cops reingestürmt sind, den Hund erschossen haben, Interieur kaputt gemacht haben, insgesamt für 40.000 Euro und jetzt, 3 Jahre später, bekommt er dafür 40.000 Euro Schadensersatz. Die kann er im Knast sicher gebrauchen, wo er jetzt drin sitzt. So, Mittwoch, schon wieder eine Sexgeschichte. Der Frühling ist doch vorbei. Ein junges Paar hat Sex im Freibad und wurde dabei, weiß ich nicht, in so einem Salzbad, wahrscheinlich in so einem warmen, weil es war im Winter oder Heimbad, wurde dabei von 6 Unterwasserkameras gefilmt. Ich dachte zuerst, irgendwelche Perverse haben ihr Unterwasser-Handy, was ja heutzutage möglich ist. Schön auf die Mumu gehalten. Aber nee, das Schwimmbad hatte 6 Unterwasserkameras, um sicherzugehen, dass Kinder nicht in Gefahr sind. Und diese 6 Unterwasserkameras haben dieses Pärchen, ich glaube, sie 18, er 19, beim Liebesspiel gefilmt. Er sagte noch, nö, war kein Liebesspiel, mir ist die Hose runtergerutscht. Ja, die Kameras haben was anderes gezeigt. Und dafür gibt es für den Herrn jetzt 2 Wochen lang Jugendarrest. Für die Frau, ich glaube, ein Wochenende und ein paar Sozialstunden. Ja, die überlegen sich da nochmal, ne? Vielleicht sollten sie das lieber im Badesee machen, da lauern vielleicht nur Perverse mit Kameras. Ronaldos Mutter, ne? Alle kennen den Fußballer. Und Ronaldos Mutter wurde am Flughafen in Madrid, glaube ich, mit 55.000 Euro Bargeld im Handgepäck erwischt. 55.000 Euro. 55.000 Euro. Das ist eine Menge Kohle im Handgepäck, ja. Aber Flughafen ist natürlich auch sehr teuer, wenn man da mal durch die Duty-Free-Shops geht. Ja, muss allerdings jetzt 600 Euro Strafe zahlen. Ich habe mal geguckt, ob es ein Druckfehler ist. Nein, aber sie muss nur 600 Euro Strafe zahlen. Über den Sinn lässt sich jetzt natürlich streiten und ich sehe da keinen Sinn. Deswegen geht es jetzt zu den Donnerstag. So, ein 18-jähriger Fahranfänger verursacht einen Unfall, weil er eine Spinne im Auto hat. Die hat ihn wohl so verunsichert und er hat sie dann rausgescheucht und beim Rausscheuchen, ja, hat er einen Zaun umgefahren, ist gegen einen Baum gedonnert. Das Auto ist natürlich Schrott, er ist unverletzt und man hat davon abgesehen, dass ein 18-Jähriger, ich meine, ich mag Spinnen auch nicht, aber ich würde jetzt nicht so durch den Straßenverkehr fahren, wenn ich eine Spinne im Auto hätte. Ja, das Auto ist total Schaden und Achtung, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Achtung, Spoiler-Alarm! Bei den Simpsons in der 27. Staffel, wenn das noch keiner wissen will, der schaltet jetzt
30 Sekunden weiter. In der 27. Staffel trennen sich Marge und Homer, weil die Luft raus ist. Er verliebt sich in eine Apothekerin, weil bei ihm Narkolepsie festgestellt wird und er überall einschläft. Das ist wohl eine große Belastung für die Ehe. So, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich finde schon, seit gefühlten 17 Staffeln ist zwischen mir und der Serie Simpsons die Luft raus. Interessiert auch kein Schwein. So, der Freitag, der ist dafür pickepacke voll. Da habe ich doch glatt 3 Nachrichten und die nehmen die ganze Seite ein. Denn RTL gab bekannt, welche ehemaligen Dschungelcamper ins Dschungelcamp zurückgehen für ein Revival. Ich glaube am Juli, ja? Irgendwann im Juli. Und RTL gab bekannt, dass zum Beispiel so Größen wie Walter Freiwald, Michael Wendler, Carsten Spengemann ist auch dabei und neben diesen Größen ist auch ein Haufen anderer abgestürzten Personen dabei. Ich werde auf jeden Fall für euch berichten. Vielleicht mache ich sogar einen Dschungelcamp-Blog. Mal gucken, wie das ankommt. Ja? So, dann haben Nenas Dobermänner. Nena kennt ihr, die Sängerin aus der 80er mit dem Axelhasenhaar. Die Dobermänner von Nena, die waren wohl spazieren und haben im Park oder im Wald oder was auch immer 2 Rehe gerissen. Ich habe mir den Bericht nochmal durchgelesen und ich dachte, vielleicht war es auch Nena selber, die auf eine Überdosis Mondwasser 2 Rehe gerissen hat. Ja, vielleicht von dem Mondwasser, ne? Und Werwolf und Haare und ist ja auch egal, der war schlecht. So, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache, es wurde jetzt Deutschlands beste Schule gekürt. Es ist die Gesamtschule Barmen in Wuppertal. So, jetzt große Überraschung, warte mal, hat der Xolus nicht erwähnt, der kommt aus Wuppertal. Ja, es ist die Schule, wo ich vor 15 Jahren drauf war. Also vor 15 Jahren abgegangen bin. Und die haben tatsächlich 15 Jahre gebraucht, um meine Spuren zu verwischen, damit das die beste Schule Deutschlands wird. Habe ich gerade der Welt gesagt? Ich weiß nicht. Die beste Schule Deutschlands. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass meine Schule es geschafft hat. Gruß an alle Lehrer da. Ja, aber großartig geholfen hat es mir jetzt auch nicht. So, das war Weekly Send mit Xolus. Ich schmeiß die Brocken hier hin. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Wochenende wieder. Bis dahin, ciao. Muss das denn da draußen jetzt sein? Mensch, jetzt kommt die Müllabfuhr, verarsch mich nicht, ich mach jetzt Fenster zu. So, Fenster ist zu, Müllabfuhr bleibt draußen.